Nicht nur optisch war die große Schar der Heiligen Drei Könige, die gemeinsam in die St. Jakobuskirche in Friedberg einzog, ein echter Hingucker. Auch die Botschaft, die sie in diesem Jahr im Gepäck haben, hat es in sich. Bei der Sternsinger Aktion 2016 geht es um das Thema Respekt. In einem Theaterstück zeigten die Kinder und Jugendlichen, was es bedeutet, respektvoll miteinander umzugehen. Dabei ging es um Mitgefühl, Solidarität und Hilfsbereitschaft. Und genau dafür steht die Aktion Dreikönigssingen, die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Die Sternsinger-Aktion ist eine ideale Möglichkeit, für Kinder zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Und die Bereitschaft dafür ist ungebrochen groß. Segen bringen, Segen sein, Respekt für dich, für mich, für andere, in Bolivien und weltweit. Das ist das Motto der Sternsinger-Aktion in diesem Jahr. Um sich auf ihren Dienst vorzubereiten, reisten die Kinder und Jugendlichen bereits im Vorfeld, zumindest gedanklich, nach Südamerika. Spielerisch lernten sie das Beispielland Bolivien näher kennen. Auch dort sei Respektlosigkeit, vor allem gegenüber Menschen fremder Sprache und fremder Kultur, oft ein großes Problem. Wir erleben das jetzt durch die Flüchtlinge, wie irritiert wir sind, wenn wir eine Sprache nicht können und wie schwierig es für manche ist, respektvoll mit dem anderen umzugehen, weil ich nur seine Sprache nicht kenne, aber auch seine Kultur nicht kenne. Dass man sich anders verhält, ist etwas, was irritiert. Und deswegen ist Respekt für das Land Bolivien ein ganz wichtiges Thema, wo es so viele verschiedene Ethnien gibt. Mit den Erlösen aus der Sternsinger-Aktion 2016 werden weltweit, vor allem aber in Bolivien, Projekte in den Bereichen Pastoral, Bildung, Gesundheit und soziale Integration gefördert. So tragen die Sternsinger aktiv dazu bei, die Welt ein bisschen besser zu machen. Am Sternsinger-Sein ist das Tolle, dass man den Leuten einfach eine Freude macht, wenn man ihnen den Segen ins Haus bringt und das dann auch an die Tür schreibt. Und macht einfach auch Spaß, weil Freunde dabei sind in der Gruppe. Für mich ist am schönsten, damit die Leute von uns Segen bekommen. Ich mag halt die Menschen ganz gerne und dann mache ich für die armen Menschen eine Spende. Zurück im Gottesdienst. Segen kann nur der bringen, der Segen empfangen hat. Und so wurden am Ende der Messe alle Sternsinger mit ihren Gaben gesegnet, bevor sie dann hinauszogen, getreu dem Motto der Aktion: Segen bringen, Segen sein.